Sully, bist du da? Verdammt! Sully, melde dich! Gott sei Dank, Nate. Wo bist du? Unterwegs zu dir. Sie haben Elena. Wir müssen sie aufhalten. Hab selbst Probleme. Die Mistkerle halten mich vor der Kirche in Schach. Bin fast da. Komm, Alter. Sully ist überhaupt kein Thema, Junge. Dachte schon, jetzt sterbe ich schon wieder. So, warte mal. Lass mal kurz abchecken, was hier abgeht. Schatzmäßig. Nein. Facebook in meinem ganzen Trouble hier. Okay, wir haben echt wenig Schuss. Oh, ich sitze hier vorne. Alter, wie viele Schüsse hältst du auf den Schädel aus? Okay. Guck mal, da hinten ist ein Schatz. Seht ihr den blinken? Stand denn der? Scheiße! Schissi, Alter. Guck mal, hier holen wir jetzt am besten, bevor wir das nachher wieder im Eifel des Gefechts vergessen. Yeah, einen spanischen Goldkelch. Boah. Oh nein. Glück schon mal haben. Ja, yeah, ist klar. Wo ist er mit seinem? Über mir. Alter, aua. Ist klar. Wow, steht hier noch neben mir. Wer mich verarschen will. Okay, nice, nice, nice. Das ist eigentlich ein kleines Problem, ey. Aber ich könnte mal lieber die hier nehmen. Munition, sehr gut. Drei Schuss, perfekt, ne? Wow, Alter. Ja, ist klar. Hey. Überlebenskünstler, nice. Gut, nicht. Keine Gefangenen. Boah, wie viele kommen denn hier? Wo ist er denn? War da gerade einer? Ist klar. Halt ihn im Visier. Nagelt sie fest. Okay. Jetzt waren sie über mir schon wieder, ne? Stand denn der Saftarsch? Oh. Ach, da ganz oben. Steht er mit seiner komischen Bumme? Da, wa? Ja, er ist weg. Okay. Wir müssen sie stoppen, Sully. Die wissen nicht, was sie anrichten könnten. Was soll denn? Ich weiß nicht wie, aber die Statue hat die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt. Wow, wie bitte? Keine Zeit, wir müssen zu der Kirche. Die Deutschen, die Nazis wieder mal. So da lang? Oder müssen wir hin? Bin mir ehrlich gesagt, bin ich jetzt nicht so sicher.
wo wir eigentlich lang müssen. Hier offensichtlich nicht. Guti, dann wahrscheinlich doch da lang. Mann, oh Mann, oh Mann, das sind wir ja schon wieder herzallerliebst hier. Nee, bitte. Bitte herkommen. Genau, da hat Sally gesessen, da hinten war der Schatz gewesen. Also ist erstmal in die Richtung. Wahrscheinlich da, wo das helle Lämpchen herkommt. Oder was? Naja, man kennt's ja. Orientierung wie eine Bockwurst, Junge. So, vielleicht können wir die Tür aufmachen. Nein. Wo sind wir denn hergekommen letztes Mal? Da kann ich auch nicht hochklettern. Jetzt mal ein Tipp, wäre geil. Lass mal schnell. Da lang? Nee. Hm? Sally, wo müssen wir hin? Sprich mit mir, Junge. Ah, gut, danke. Jetzt, wo ich schon da bin. Mehr Türen wären ja auch nicht mehr gewesen, denn. Ah. Ach, die Kirche da. Haben wir sie wieder. Ach, guck mal da. Tschüss. Oh, lol. So, ein Eigner. Was schießt der da drüben? Ach, da oben, guck mal. In Ordnung. Oh, da oben. Oh, Munition alle. Okay. Der da oben, oder noch? Ja. Okay. Den haben wir. Okay. Sollten sie gewesen sein, oder? Ist da drüben! Wow! Hier drüben! Verliert ihn nicht! Scheiße! Er ist da drüben! Hey, runter. Na, komm her. Okay, sehr gut. Für wen ballerst du da hinten, Ellie? Hä? Ach, guck hier. Ein Schlag, Junge. Ach, lol. Uah. Hat er bloß eh Magazine gekostet hier. Okay, nice. Nice, nice, nice. So, warte mal. Hier oben, andere Seite jetzt. Ach, da oben steht er. Wie einfach noch lebt. Komm, Sally. Da müsste ein Geheimgang direkt unter dem Altar sein. Ich meine, das war nur ein klassischer Third-Person-Shooter, so Deckungsshooter. Aber das macht schon übelst Spaß. So, unter dem Altar.
Ist das ein Altar hier? Gibt's doch nicht. Wow. Manche sagen dazu wow, ich sag dazu, oh, muss das sein? Gold und Knochen. Kannst du mir sagen, was zum Teufel los ist? Drake wollte den Schatz nicht dir wegschaffen, Sully. Er wollte sicher gehen, dass er hier bleibt. Was? Er ist verflucht oder so. Oh, nee. Um Himmels Willen. Hey, ich weiß, das klingt irre. Du musst mir einfach vertrauen. Also jetzt ehrlich, wenn ich mal auf so eine Safari gehe hier und jetzt sagt irgendjemand zu mir, so ein Schatz ist verflucht, dann gut, dann fuck nochmal, dann glaube ich das auch. Ja, das tu mal so. Schön. Wie bei fortgeschrittener Schatzruhe gibt es keine Trophäe, das ist eine Faser ähnlich bei euch. Das ist ja wohl absolute Frechheit. Damals war ich so übelster Trophy Hunter. Ist jetzt eigentlich nicht mehr so, obwohl man bei solchen Spielen halt weil die halt verpassbar sind, dann sucht man dann doch schon. Aber nicht mehr so krass wie früher. Früher habe ich versucht, jede Trophäe irgendwie zu kriegen. Am besten gleich beim ersten Durchgang. Sie beide sollten langsam wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten, bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Öffnen Sie es! Fantasie. Mach ihn, Loret! Mach ihn, Loret! Navarro, das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cague la statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levantalo! Levantalo! Oh nein, was zum Teufel ist das? Verdammt, was sind das für Viecher? Das sind die Spanier, Sully. Sie waren nie weg. Gott, wenn es die Insel verlässt. Du musst ihn stoppen. Ich geb dir Deckung. Ja, geilo. Okay, na dann rapp ins Rinnensemüse. Okay. Na, dann mal rein ins Gemüse. So, wollte ich natürlich sagen. Ja. Ach komm.
Mmh, ja, lecco mio della Quasta, Junge, wirklich ganz ehrlich. Okay. Okay, danke. Mal kurz nachladen hier. Boah, lol. Niemals. War ja doch einfacher, als ich dachte. So, willkommen im Showdown. Eins mit die Kopf keine Granaten, Mann. Schwersten Mission überhaupt. Weil er mit einem Schuss dich auch kalt macht, wollte ich gerade sagen. Und er ist schon ein bisschen übel. Da muss man echt aufpassen. Ich habe das immer auf schwer durchgespielt, weil ich dachte, den kriegt die Trophäe für durchspielen komplett. Aber war nicht so. Oh Gott, bloß die Shotgun. Okay. Okay, kann ihn also nicht killen. Das musste ich wissen. Ich glaube, das war auch so, ja. Den muss man ballern lassen. Und am besten unter so einen Kisten stellen, weil der kann er nicht zerschießen. Ich krieg dich. Und dann rennt der mal weiter, so wartet, genau. Dann kannst du mich jetzt in Ruhe looten. Genau. Eine schöne Weile her schon, aber. Ja, ist toll. Jetzt schmeiß ich die weg. Na, ist egal. Nimm lieber die. Weil die hätten bis logischerweise mehr Schuss. Aber das wird auf alle Fälle nicht einfacher. Na, kommen sie hier nämlich. Wenn jetzt auch zielen könnte, ne? Deswegen, er ballert ihm so ganz gerne mal die Deckung kaputt. Oh, oh. Oh, lol. Falsch, wo wir rauskommen. Man könnte vielleicht sagen, es ist ungerecht, aber ist das an sich nicht. Man muss das bloß richtig abtimen, Lorik. Das war's dann wohl!
Der Schuss sitzt immer, der letzte. Bei ihm. So. Vespus nicht. Doch, man kann auch hier stehen bleiben. Nee. Oder? Ah, doch. Nice. Das wusste ich zum Beispiel ja nicht mehr. Und dann kann man ja... Sehr gut, ne? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Kann man ja fast ein bisschen das Spiel austricksen. Dann haut er dem es ab. Du kannst auf den ballern, wie du willst, der stimmt sowieso nicht. Ah, das ist natürlich sehr gut zu wissen. Macht es natürlich ein bisschen einfacher. So, das war's. Voll, keine Granaten, kenianisch, das ist immer ein bisschen schade. Oh, shit. Ich hab gerade neu gedrückt, aber wusste, dass da noch was kommt. 96 ist nicht gut. Ah, sehr gut. Hä? Dachte 105, ne? Ja. War so ein richtig schöner Trend auf der PS3. Okay. Nehmen wir es, Quicktime-Events. Okay, er ist noch umgerannt. Ja, Quick Time Events war eins der absoluten Spiele-Mechaniken, der Trends der PlayStation 3. Ich weiß nicht, ob hier noch mal ein Schatz lag. Anscheinend wollte ich. Du entkommst mir nicht mehr. Oh, Schwein. Elena. Boom. War so klar. Und Waffe weg. Oh nein, und jetzt? Du gehörst mir. Ich hab dich. Ja, das war klar. What? Eine falsche Taste und down? Ah, das ist natürlich übel. Du bist tot, Drake. Okay, jetzt hat er zumindest keine Waffe mehr. Doch, hat er. Sehr gut. So, und das war er im Grunde schon. Elena. Elena! Oh Gott, Elena. Komm her. John. Kannst du stehen? John, okay. Gut, komm her. Mir geht's gut. Alles okay? Oh, Nate! Achtung. Adios, Mistkerl. Oh, Mann. Oh. Hey.
Was für ein Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Danke. Ja. Ja, vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sally! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Sally, du bist ein verdammter Teufelskerl. Oh. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen's bestimmt nicht mehr. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Tja, meine Lieben, das war Uncharted Teil 1, Nathan Drakes Schicksal. Und ja, ein sehr, sehr geiles Game. So filmisch krass geil inszeniert, wie man es selten gesehen hat. Und ja, ich freue mich auf Teil 2. Ich hoffe, ihr auch. Ich sag mal, vielen Dank für das Einschalten. Ich lasse euch mal mit dem Abspann ein bisschen alleine. Der Part ist dann hiermit, denke ich mal, zu Ende. Ich weiß nicht, ob am Ende noch was kommt. Aber bis dahin, sag mal, vielen Dank für das Einschalten. Gib dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne einen Kommentar ab, wie ihr das Game fandet. Ob ihr auf euch Teil 2 freut. Und ja, wenn du neu bist, lasst dir gerne mal ein Abo da. Aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch nicht, wenn ich Teil 2 anfange zu Let's Playen. Also, bis neulich, Freunde.